Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Alkoholiker, liebe Hooligans. Mein Name ist Jörg Mechenbier und ich heiße euch herzlich willkommen zu Ein Hörbuch namens Kotze. Punk-Ikonen vertonen das Idiotenleben von Alex Gräbeldinger. Weil dein Verstand komplett im Arsch ist, glaubst du an Gott und wahrscheinlich sogar an das System. Wenn der Restbestand an Toilettenpapier ist aufgebraucht, ist es nicht das erste Mal, dass ich mir mit dem feuchten Küchenschwamm, mit dem ich zuvor den Abwasch erledigt habe, den Arsch abwische. Ich könnte irgendwo mit den Hells Angels ein Bierchen trinken, mir von irgendwem die Schnauze einhauen lassen. Stattdessen könnte ich aber auch meinen Penis in ein Senfglas tunken und damit anschließend an der nächsten Tanke vorbeifahren. Der Teufel vergönnt die Jugend. Der Teufel lauert überall. Ich übernachtete bereits auf Fußböden und Holzbänken, in Zelten und Bauwagen, auf vollgepissten Matratzen, Sofas, Sesseln und in fremden Elternschlafzimmern. Und kurz bevor du einschläfst, grinst du dann und meinst, ich hasse Nickelback. Von mir aus könnte ich auch tagelang vor der PlayStation vergammeln. Doch für heute belohne ich mich bloß noch mit einem großen Eisbecher, bevor ich den übrigen Abend damit verbringen werde, biertrinkend in der Küche zu sitzen. Ich hätte gerne alles! Alles, alles, alles! Weitere Attraktivität büßte ich ein, als mich Hannelore wenige Tage später beim Kotzen beobachtete. Es geschah auf dem Pausenhof. Kurz zuvor hatte ich ein vergammeltes Wurstbrot gegessen. Ich lebe im Hochhaus, leider nur im ersten Stock. Ich mag Musik, doch ich hab keinen Plan vom Rock. In der Nacht zuvor habe ich 100 Flaschen Schnaps getrunken und möchte einfach bloß ein entspanntes Kontrastprogramm ausprobieren, anstatt den Tag wie üblich verkatert im Bett vor mich hin zu vegetieren. Ja, ich möchte lieber ab und an schweigen, dir meine Briefmarkensammlung zeigen. Mag sein, dass ich ein bisschen langweilig bin. Die Realität war zu grausam und dein Leben als Schlappschwanz zu bitter, als dass ich es unbekifft hätte ertragen wollen. Also verdrängte ich Liebeskummer und Impotenz und rauchte von morgens bis abends Bong. Und ich sitz ganz allein am Automaten und spiele irgendeinen Schrott. Mama, liebe Mama, dein Sohn ist jetzt ein Wrack. Naja, immerhin war es dem Frack gelungen, eine elektrische Tätowiermaschine zu bauen. Und zwar aus einem Walkman-Motor, einem verbogenen Löffel und einer Gitarrenseite. Was mich schon beeindruckte. Mindestens genauso wie die Tatsache, dass er ständig Marihuana zu Hause hatte. Und zwar in Plastikbeuteln, die so groß waren wie die aus Cornflakes-Packungen. Du bist so schön und ein bisschen dumm, doch das stört mich nicht. Komm, wir machen rum! Noch am Wochenende zuvor hatte ich an einer Party im Ruhrgebiet teilgenommen, auf der sich Männer unter Einfluss von Marihuana gegenseitig ihre Genitalien in den Nacken legten.